Weiter geht's hier mit Heroes of Ruin. Mit dem Barbaren haben wir noch ein bisschen was abzuschließen. Einerseits hier diesen Level, wo wir im Prinzip einen kleinen Vergleich machen können, wie er sich schlagt gegen diese Golems. Goblins, Golems sind's nicht. Den müssen wir aber auch noch erledigen. Im verrutschten Wald. So. Die rollen ja alle gleich raus. Hier los. Ach so, die haben nur geschossen. Ja. Der haut auch ziemlich rein. Wow, alles tot. Tja, vielleicht kann er doch noch ein bisschen mehr austeilen als unsere Architektin. Vom Waffendamage her haben sie ungefähr das gleiche. Er hat 39 bis 60 und die Architektin, glaube ich, maximal einen Damage von 58, 42 bis 58 oder so. Ja, das kennen wir schon. Deswegen kann ich hier alles einfach so abschließen. Was finden wir noch in der Truhe? Schönes. Jawohl, das ist mal super. Angriffskraft minus 9 ist vielleicht nicht so toll. Also für einen Verteidiger und. Das dürfte es schon gewesen sein. Also, dann teleportieren nach Nexus und auf geht's zu den Sidequests. Zwei fehlen uns da noch. Zurück in Nexus kann ich jetzt auf schnelle Weise auch die Quests Hallo? hier abschließen und annehmen, Seid denn gegrüßt. wir kennen Wir schon haben euch alles. gefunden. Oh, Level Up, sehr schön. Nehmen wir das oben, das Quest auch gleich an, dann brauche ich später nicht nochmal gehen. Somit kann ich es auch nicht vergessen. Guten Tag, Und der steht Wiedersehen. wirklich absolut in der Ecke. Schauen wir noch kurz weiter nach Süden. Ich denke mal, die Quests sind eh immer an dem Platz, wo. Wo der Haupteingang ist zum nächsten Dungeon. Also sehr gut platziert, man braucht keine extra Umwege bestreiten. Wie habe ich das? Gegen Give Quest gar nicht angenommen und ich kann es trotzdem wieder annehmen. Also der gibt absolut keine Ruhe. Was noch ist, bei den Webquests ist jetzt auch das eine rausgestrichen und wir brauchen den Bernsteingolem. Best in Lande kann ich in dem Fall nicht mehr abschließen, denn das habe ich schon abgeschlossen. Hallo? Okay. Auf in die Best in Lande. Wir sehen uns. Ein komplett neuer Dungeon. Da wir das ganze Kapitel, sag ich mal, jetzt mit dem verwunschenen Wald abgeschlossen haben, verändern sich die Dungeon nochmal aufs Neue. Aber das hier bleibt gleich, dass da anscheinend nichts mehr kommt, denn es ist wieder kein Weg sichtbar. Oh, hier entlang. Hey, kann ich mit dir noch reden? Pass auf euch auf! Okay.
nur das, was wir bereits kennen. Wir müssen ja noch die Untoten besiegen. Drei Stück fehlen uns dann auch. So macht man das! Gebonkt, wie du sagst. Boah, die Viecher werden hier einfach nur zerlegt. Apropos, wir haben noch Skillpunkte. Und zwar Moloch gibt's jetzt auf Level 16 nochmals eine Stufe. Wir sind jetzt schon 17. Und haben wir noch etwas Interessantes? Ich behalte es mal auf. Denn mit Level 18 gibt es nochmal was Neues. Wobei, ich kann ja gleich schauen, brauche ich noch einen Skill? Schauen wir nochmal. Also Buff habe ich ja den Moloch-Buff. Brauche ich den zweiten sowieso nicht mehr aufleveln. Das ist interessant, Schmerzattacke. Ich habe sonst nichts auf Level 2, dann werde ich das mal auf eine Taste legen. Getroffen ist. Aber nur kritische Treffer. Das muss ich nicht unbedingt brauchen, da ist Berserker besser. Das ist auch interessant. Ich gebe es mal dem Berserker. Okay. Ah, genau. Ich darf ja nochmals Stats vergeben. 3 auf Macht. Gibt insgesamt 4 Angriffskraft mehr. Wir sind schon bei 287. Architektin ist auf 210 vielleicht, wenn überhaupt. Das ist echt komisch. Hat der die bessere Ausrüstung, beziehungsweise bekommt er ansonsten mehr Angriffskraft als die Architekten, denn immerhin ist er spezialisiert auf Angriff. Von Haus aus als Charakter sowieso. Okay, und da waren es nur noch 2. Und die haben wir direkt vor unserer Nase. Und da ist auch das Quest bereits beendet. Perfekt. Muss ich hier noch ein Quest beenden? Sonst kann ich hier wieder abhauen. Königsgrab, Königsgrab. Jo, das war's für hier. Und da kann ich auch direkt den Teleporter nehmen. Ey! Der hat sogar überlebt. Angriffskraft minus 3. Supi. Raus wieder hier und rein ins nächste Level. Hallo, Abenteurer. Auf ins Grab. Aber nicht ins eigene, sondern ins Königsgrab. Thank you.
Könnt ihr euch noch erinnern, welche Worte wir sprechen müssen, um die Zauberformel zu testen? Ich kann es nicht mehr sagen. Ja, ich nehme sie mal mit, sind immer in Violett. Falsche Richtung. Wird das wahrscheinlich die Sackgasse sein? Erledigt. Oh, Phantom-Hexenmeister. Naja, der war auch ziemlich schnell da. Da zeigt unser guter Charakter, was er alles drauf hat. 344 Revolver hinten. Dann waren die Handschuhe doch eher. Oh, nicht so toll mehr. Für den Moment, die schon ein Hunderter fast mehr wert sind. Wenn ich sie so verkaufe, nicht mal beim Händler. Schauen wir mal. Ich passe darauf auf. Da werden wir. Ah! Plus 10 Angriffskraft. Ich wollte noch sagen, da werden wir kaum etwas Brauchbares finden. Naja. Naja. Buff-Objekt noch dazu. Die aber nicht. Angriffskraft minus 20. Unsere Berserker-Maschine eher ungeeignet. Oh. Immerhin, hat sich ausgezahlt. Eieieiei. Zwei aufgeladen und der geht down. Wow. Stelle kennen wir noch, können wir uns erinnern. Ah, hier haben wir etwas. Dir fallen in ein Herz gravierte Buchstaben auf. Bei näherer Betrachtung kannst du die Lettern L plus B entziffern. In der Nähe hörst du ein leises Wehklagen. Drücken. Oh, ich wollte dir nicht wehtun. Wahl herausgefunden. Telemnas Geist hat bei seinem Verschwinden einige zerfledderte Seiten zurückgelassen. Nicht vorgelesen. Wäre schön gewesen. Die meisten sind Briefe von ihm an Dirnell. Der letzte ist am interessantesten. Ein Brief von Lionel, in dem sie Telemna mitteilt, dass sie sich für Bainon entschieden hat und ihm alles Gute wünscht. Das ist der Beweis, den sie nachsucht. Okay. Quest Nummer 1 ist mal erledigt. Quest Nummer 2. Zauberformel testen. Könnte das hier sein? Ja, hier ist es sogar. Mal schauen, kann ich sie nur hier testen? Und vorne ist mir nichts aufgefallen. Nein, ich kann sie nur da hinten testen. Ja, ich sehe die Zauberformel. Du hältst den Folianten hoch und du sprichst die magische Worte, die wären. Oh mein Gott. Ich habe hier 4 Auswahlmöglichkeiten und ich kann mich nicht mehr erinnern. In das da. Der Boden unter deinen Füßen beginnt zu beben. Offenbar war die Zauberformel nicht ganz richtig. Oh oh. Jawohl, aber dafür gibt es ein bisschen was zu kämpfen. Action, ich meine, das ist ja nicht schlecht. Okay, auf brutale Weise haben wir die Zauberformel getestet, aber immerhin. Wir haben sie getestet und das Quest ist somit auch abgeschlossen.
Gut, dann können wir auch gleich direkt rausgehen. Genau, den Bernsteingolem brauchen wir noch. Und ich kann mal die verschiedenen Skills testen. Hoppla. Das ist das, wo er sich selber Schaden zufügt. Ah, jetzt muss ich mich heilen. Okay. Ehrlich geht fast down sogar mit diesem Schlag. Jetzt bin ich doch gespannt. Jawohl, hier haben wir einen Gesundheitstrank. Ich brauche noch ein Irrlicht, wobei das sehen wir im anderen. Naja, die haben schon ein anderes Level im anderen Level. Naja, finden wir nicht mehr. Dann lassen wir es. Hat das Angriffskraft Plus gehabt? Nein, Minus. Energie. Regeneration war's. Das den Pluswert hatte. Tja. Wie geht's? Der verlassene Heim. Hey, warte mal, Königsgrab ist noch. Achso, ich muss die wahrscheinlich abschließen. Da habe ich normal nichts übersehen. Zauberformel testen, ja. Nur zurückkehren. Und kann ich ja beruhigt in den verlassenen Heim gehen. Tschüss. Am Bernsteingolem selber können wir gut Damage testen. Die verschiedenen Skills ausprobieren. Hoppla. Direkt down. Zumindest die eine. Sackgasse. So macht man das! Ich stecke fest! Sackgasse Nummer 2, aber der dritte Weg muss richtig sein. Immerhin muss es bei einem weitergehen. So. Angriffskraft plus 2. Für zu viele negative Stats. Ja, dann dürfen die am Leben bleiben. Jawohl, Golem ist in der Nähe, gehört haben wir ihn. Und ich glaube, es war hinter uns. Schauen wir mal. Okay, das war schon ein Wahnsinnstreffer. Gute Frage, ich kann nicht noch, also noch nicht entscheiden, welcher das stärker war. Und ich denke, ich werde das auch offscreen machen. Jetzt muss ich noch einen Ausgang finden.
Querschneinkohle. Das muss ich warten, sonst haue ich ihm zu viel schon weg. Ja, da zieht das am meisten ab. Ja, jetzt habe ich einen Critical. Oder seine Schwachstelle. Weil wie das am Sound zu hören war, war das sicher ein anderer Treffer. Kein normaler. So. Ja. Also der Skill zieht wirklich am meisten ab. Was heißt das für uns? Ich meine, man verliert Gesundheit. Er braucht, glaube ich, auch länger zum Casten. Das heißt, weniger Damage per Second als der andere, wenn es extrem lange braucht. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Immer wieder angreift. Muss ich das halten? Ich probiere das mal. Jetzt brauche ich nur noch einen Gegner. Und so ein Warpfeld. Dass ich wieder raus kann aus dem Level hier. Okay, Warpfeld haben wir. Ja, es ist eine Sackgasse, dann heißt das raus hier. Und wir testen das ein andermal. Zwei Quests sind zum Abgeben. Ja, sind beide da. In der Hinterstraße quasi. Branston der Hexer. Hat es funktioniert? Vielleicht muss ich noch ein paar Änderungen vornehmen, aber vielen Dank fürs Ausprobieren. Wiedersehen. Pass gut auf euch auf, Hexer. War sehr unterhaltsam. Oh, Hallöchen. Winach, der Minnensänger. Lionel hat sich also für Bajon entschieden. Wunderbar, vielen Dank, Bajon. Wie es der Zufall will, haben die Zauberer mir allerdings verboten, mich auch nur in die Nähe von Ataraxis zu begeben. Nachdem sie mich die ersten Noten des neuen Werks singen hörten. Aber der Rest der Welt wird gewiss begeistert sein. Na, ich glaub's auch. Bis bald vielleicht. Wir sehen uns später. Also dann, beenden wir hier den Part. Lasst uns zum nächsten weiterschalten, sobald er online ist. Ja, im nächsten Part, was gibt's da? Kurze Vorschau. Es geht weiter im Norden, in der eisigen Kälte. Und wir versuchen, das Goblin-Versteck zu finden, denn die suchen eben einen Schatz, glauben, das ist eine Schatzkarte. Vielleicht ist es auch eine, wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, schreibt mir in den Kommentaren bitte, was ich verbessern könnte, was euch nicht gefallen hat, was ihr der Meinung seid, was noch umzugestalten ist. Wie auch immer, lasst es mich wissen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sag bis zum nächsten Mal hier bei Heroes of Ruin.